Hallo und herzlich willkommen, liebe Wrestling-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight, der Online-Show von Next Step Wrestling auf YouTube. Und wir haben in der allerersten Ausgabe, in der Premierenausgabe natürlich einen absoluten Leckerbissen für euch parat. Und zwar schreiben wir aktuell den 20.02. des Jahres 2016. Wir befinden uns im Tivoli in Freiberg. Gerade eben hat das Projekt Gold die Tag Team Titel errungen und hier ist Ekstase rund um den Ring verteilt in Form von Toiletten oder Papierrollen. Doch jetzt müssen wir uns auf die Action im Ring konzentrieren. Ein absoluter Leckerbissen. Lawrence Roman trifft auf Marius Al-Ani. Lawrence Roman, wir kennen ihn alle. Er kommt aus der Dresdner Wrestling Schule, aus der Schule des aktuellen NXT Superstars Alexander Wolf, a.k.a. Axel X-Men Tischer. Das heißt, wir wissen, was wir von diesem Mann erwarten müssen. Leidenschaft und Kampf bis zum Umfallen. Die Tugenden des X-Mens hat er mit Sicherheit verinnerlicht. Und das sehen wir auch in den ersten Minuten. Marius Al-Ani, sein Gegenüber, als absoluter Meister des Chain Wrestlings, zeichnet er sich in den ersten Minuten aus. Auf jede Aktion des Gegners hat er sofort einen Konter parat. Das ist Chain Wrestling vom Allerfeinsten. Auf meiner Seite ist das Chain Commentary vom Allerfeinsten. Mein Name ist Luca Leonhard. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu diesem grandiosen Match. Lawrence Roman gewinnt jetzt wieder die Oberhand. Ja, das kennen wir. Das kennen wir von den Matches von Lawrence Roman. Das haben wir schon öfters mal beobachten dürfen. Für alle Fans, die Matches von Lawrence Roman nicht so oft sehen. Dieser Mann ist auf technischer Basis unfassbar versiert und genauso versiert sind natürlich auch unsere Instagram, Twitter und Facebook-Kanäle. Ihr habt sie gerade gesehen, Facebook, Next Step Wrestling eingeben, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Twitter, NSW Show, auch auf Instagram, NSW Show beziehungsweise NSW Show, und ihr könnt die neuesten Informationen bekommen über unsere Liga. So unter anderem natürlich auch über Marius Al-Ani und Lawrence Roman. Lawrence Roman ist ja auch ein Teil der Waschbären auf Koffein, zusammen mit seinem Tag Team Partner Franz Engel. Zielgerichtete Aktionen von Lawrence Roman gegen den Namen von Marius Al-Ani, das Cover. Und wir haben das nächste Face-Off zwischen den beiden. Diesmal, ja, man kann sagen, Lawrence Roman, derjenige, der die größeren Nadelstiche setzen konnte in diesem Chain Wrestling Duell. Erneut geht es in das Duell, diesmal Marius Al-Ani mit Kräftevorteilen. Diesmal setzt er sich den Arm als Ziel voraus. Die Beine integriert er in diesen Move und setzt das Ganze um in eine Art STF-Variante, Crossface-Variante. Die Beine werden bearbeitet, aber auch der Kopf bzw. der Nacken des Gegners. Dropkick von Lawrence Roman, die Konteraktion. Lawrence Roman ist da. Stimmung ist super im Tivoli. Da können wir uns nicht beschweren. Und das Wrestling ist ebenso wunderbar bis jetzt. Wahnsinnig ausgeglichen, wahnsinnig spannend. Da können wir noch einiges erwarten. Lawrence Roman mit dem wunderbaren Überwurf, Armdrag, noch ein Armdrag, und jetzt ist es doch die Chance für ihn, endlich mal zu zeigen, was er drauf hat. Und Marius Al-Ani, ich sehe es, er ist beeindruckt, es kann weitergehen. Al-Ani wieder da, ausgewichen, Konterchance, nochmal in die Seile geschickt, Dropkick. Und wenn ein derart mächtiger Mann wie Marius Al-Ani einen solchen Dropkick zeigt, dann weiß man, es ist ernst im Ring. Die Zeit ist gekommen, um im Kampf Akzente zu setzen. Wir sehen übrigens das allererste Mal in Tivoli, in Freiberg, in dieser Kultstätte. Einige bekannte Künstler hier schon aufgetreten und nun auch die Wrestler von Next Step Wrestling, die hier quasi ihre zweite Heimat gefunden haben, bevor die große Show im Mai ansteht
in Dresden im alten Heizhaus in unserer altbekannten Heimat. Da fühlen wir uns natürlich alle wohl. Wir freuen uns auf euer Kommen. Al-Ani auf den Arm, Lawrence Roman mit dem Konter, Al-Ani mit dem Konter und meine Güte, das ist wunderbar, was sie da zeigen. Das könnte glatt als Ringen durchgehen. Bei den Olympischen Spielen möchte ich fast schon sagen, leider gibt es Ringen bei den Olympischen Spielen nicht mehr. Aber das, was die beiden hier zeigen, das ist allerhöchstes Niveau, das ist genial. Es soll wohl in die Brücke gehen. Ja, Lawrence Roman nimmt jetzt dieses Angebot an und zeigt die Hurricane Runner. Weiter geht's. Al-Ani, kann er das kontern? Nein, es geht in den Sunset Flip über das Cover hinterher. Al-Ani zur Stelle. Head Scissors gegen Al-Ani. Das ist die Kunst von Lawrence Roman. High-Flying-Aktionen vom Allerfeinsten. Und damit zieht er das Publikum natürlich mit hier im Tivoli. Es soll nach draußen gehen. Topi, der allerdings nicht ins Ziel geht, weil Al-Ani sich kurzerhand dafür entschieden hat, auszuweichen. Dann eben nicht das Knie, sondern der Hurricane Runner auf den Hallenboden, auf diese leichten Matten. Wahnsinnig harte Aktion. Zurück in den Ring. Al-Ani aktuell konsterniert. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet, dass Lawrence Roman so schnell hier die Oberhand gewinnt. Al-Ani, so schlau wie er ist, nochmal aus dem Ring, um sich eine Erholungspause zu gönnen. Doch da kommt er schon angeflogen. Al-Ani allerdings zur Stelle mit Uppercuts. Geistesgegenwärtig ausgewichen von Marius Al-Ani. Jetzt muss er allerdings nur aufpassen, dass Lawrence Roman so schnell nicht wieder in den Kampf zurückfindet. Er muss Kapital aus seiner kurzweiligen Dominanz schlagen. Und falls Sie sich fragen, was auf der anderen Seite des Ringes ist, ja, Sie sehen es, da sind Treppen. Da ist unter anderem auch ein wunderschöner Holzuntergrund. Wenn man darauf fliegen sollte, dann könnte es zur Sache gehen und es gibt einen Suplex auf dieses Holz. Lawrence Roman. Das tat in der Tat weh, da kann ich den Fans recht geben. Was für eine harte Aktion. Und das könnte es natürlich auch gewesen sein. Bei dieser Härte, da müssen die Fans jetzt Lawrence pushen, damit er zurück in diesen Kampf findet. Er ist noch da, er ist wieder im Ring, er ist wieder zur Stelle. Al-Ani jetzt mit Dominanz, mit dem Dritten. Mit einem Zweiten hinterher. Und das wird jetzt verdammt schwer, für Lawrence Roman wieder zurück in den Kampf zu finden. Irish Whip in die Ringecke. Die ist zwar gepolstert, ja, ja, aber wenn man mit so einer Macht dagegen fliegt, mit so einer Kraftwirkung, dann nimmt man das nicht mehr so als gepolstert wahr. Lawrence Roman möchte fliehen, sieht die Gefahr kommen. Al-Ani möchte anscheinend mal surfen gehen. Richtung Südsee, in diesem Falle in Richtung Freiberg in Sachsen. Und wenn Lawrence Roman diese Aktion abbekommt, dann wird es gefährlich. Und in der Tat, wir gehen surfen. Wir gehen surfen. Marius Al-Ani, ein Großmeister, nicht nur des Chain Wrestling, sondern auch des Surfboards. Großhandel für Surfboards. Das ist eine Idee für Marius Al-Ani bei den nächsten Events. Es geht wieder auf den Rücken von Lawrence Roman. Das Cover 0 bis 2. Er hat den absoluten Willen, Lawrence Roman. Das wissen wir. Nicht umsonst stand er bereits in Next Step Championship Matches. Nicht umsonst hatte er da fast die Titel erringen können. Marius Al-Ani verfügt natürlich über ein bisschen mehr Erfahrung seit 2011, wie in der Grafik zu Beginn eingeblendet, bereits im Ring, unter anderem trainiert von Christian Eckstein. Also auch dieser Mann weiß natürlich die Fertigkeiten des
Wrestlings perfekt umzusetzen. Jetzt geht es nochmal nach draußen für Al-Ani. Lawrence Roman hat sich wieder zurückgekämpft in diesen Kampf. Und jetzt kommt die Aktion, die er schon seit langer Zeit geplant hat. Baseball Slide nach draußen. Und da gibt es natürlich auch die Klatscher für die Fans. Und auch der maskierte Fan in der ersten Reihe bekommt einen ab. Das ist natürlich wunderbar. Der Zuspruch für Lawrence Roman ist ebenso wie sein Wille zu 100% gesichert. Zum Sieg reicht es allerdings noch nicht. Marius Al-Ani immer noch da. Immer noch wohlauf und lebendig. Und direkt wieder mit dem Konter. Geht er auf den Kopf. Wie schnell das geht. Ich sag ja, Chain Wrestling, das ist nicht nur, wenn es jetzt auf die ringerischen Fähigkeiten angeht, eine Stärke von Al-Ani, sondern auch einfach mal so im Match direkt einen Konter zu setzen, direkt zu zeigen, ja, mein Junge, pass auf, ich kann was. Und gerade diese Submission-Aktionen, diese Armlocks, die perfekt auf den Arm gehen, die beherrschen nicht viele. Da muss Lawrence Roman versuchen, Gegenmittel zu finden. Das ist nicht so einfach. Das Cover direkt hinterher und immer mit Belastung auf den Armen. Das ist super, was er macht. Marius Al-Ani macht das klasse. Double Example. Direkt nachgesetzt. Das Cover 1, 2, 0 bis 2. Die Kamera fährt in das Gesicht von Lawrence Roman. Eine wunderbare Einstellung, die zeigt, dass Lawrence Roman nicht aufgibt. Und die Fans merken, dass er Unterstützung braucht. Die Fans sind zur Stelle. Das ist wunderbar. Denn Al-Ani spielt seine Fähigkeiten immer mehr aus. Jetzt der Konter. Jetzt muss Lawrence zeigen, was er drauf hat. Nochmal auf den Arm. Das ist immer wahnsinnig zielgerichtet, was Al-Ani da macht. Das ist eine Form von Ringintelligenz, die wir hier sehen bei ihm. Das alles durchdacht, was er macht. Das nächste Cover. Immer mit Belastung auf den Armen. Das muss man immer wieder hervorheben. Und das ist eben auch Al-Ani. Den Ringrichter mal kurz ablenken und dann der Tritt von hinten. Das können Sie beurteilen, wie Sie wollen, liebe Wrestling-Fans. Ein bisschen hinterhältig fand ich das natürlich schon von Al-Ani, dass er da diese Aktion bringt. Lawrence Roman mit einem perfekten Konter. Ja, Crossbody-Ansatz. Da kann Al-Ani nur müde lächeln. Backbreaker. Und der nächste Aufgabegriff. Das ist auch für Lawrence Roman eine vollkommen neue Situation, denke ich. Denn er hat natürlich schon Gegner gehabt wie Franz Engel, natürlich sein Tag Team Partner. Er hatte schon Gegner gehabt wie Ilya Dragunov zum Beispiel. Die sind ja alle ungefähr seine Gewichtsklasse und die sind auch vom Stil her ein bisschen ähnlich. Aber wenn es eben jetzt gegen einen Mann geht, der so mächtig, gewaltig, möchte ich fast schon sagen, ist wie Marius Al-Ani, dann ist das natürlich eine andere Welt, in die er sich da begibt quasi. Al-Ani weiterhin auf den Arm. Irish Whip. Lawrence Roman hat er die Antwort parat. Das hat er vorhin schon mal gezeigt. Jetzt wieder die Ringintelligenz von ihm, von Marius Al-Ani. German Suplex Ansatz will er zeigen. Also wenn er den durchbringt, dann muss Lawrence hier fighten. Er muss sich jetzt befreien. Jetzt ist die psychologisch wichtigste Phase in diesem Kampf. Jetzt muss er zeigen, dass er noch da ist. Und er macht es. Er macht es. Der Boot in der Ecke. Der könnte überlebenswichtig sein. Jetzt muss er nachsetzen. Anfeuerungsrufe der Fans. Lawrence Roman auf dem Marsch in Richtung Kampf zurück in dieses Match, wollte ich sagen. Belly to Belly von Al-Ani. Ich glaube auch, dass das ein konditionelles Problem ist mittlerweile bei Lawrence. Immer wieder hinterherrennen. Fußballfans kennen das, wenn Atletico gegen Bayern spielt. Die Mannen von Atletico rennen und rennen und stehen dann am Ende trotzdem als Sieger da. Vielleicht ist das ja ein kleines Motto, dass sich Lawrence hier heute
setzen kann, um diesen Kampf doch noch zu gewinnen. Und Al-Ani passt nicht auf, das ist ein Fehler. Vergessen Sie Ringintelligenz, wenn man das nicht macht. Clothesline von Lawrence Roman. Und wir sind jetzt im Bereich der Kondition. Boot in der Ecke. Lawrence hat jetzt die Chance, dieses Match zu beenden, wenn er es jetzt gut löst. Al-Ani Konter. Wieder weicht er aus. Essentielle Moves. Wieder weicht er aus. Artistisch macht er das. Die Kicks reichen, um Al-Ani aus der Fassung zu bringen. Er ist in der Ecke. Elbow. Anlauf von Lawrence. Der nächste soll kommen. Auch der zweite geht ins Ziel. Geht der dritte ins Ziel. Es wird kein Elbow. Es wird ein Dropkick in der Ringecke. Und das ist doch die Chance. Eins, zwei. Es reicht noch nicht. Al-Ani ist noch da. Lawrence fragt nochmal nach bei Georg Schorsch Berisch, dem Ringrichter, ob es denn bis drei ging oder ob es nur bis zwei ging. Er macht es ihm ganz, ganz klar verständlich, das Ding ging nur bis zwei. Lawrence muss also nochmal nachsetzen. Möchte jetzt zum Trademark-Manöver ansetzen. Al-Ani befreit sich, Lawrence befreit sich. Versuch noch einmal in den Kampf zurückzufinden und German Suplex, es geht weiter. Al-Ani mit wahnsinnigem Tempo, der zweite, und das ist es. Das Ding geht bis drei und was für ein Ende. Diese German Suplex-Serie, die hat Lawrence, man muss es so sagen, zerstört. Was für ein unglaubliches Match hier in Freiberg.